Liebe Spaßgesellschaft, ein ganz wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zu meinem neuesten Projekt, Warcraft 3 Reign of Chaos. Warcraft 2 haben wir durch und da dachte ich mir, komm, haust du den dritten Teil doch einfach mal direkt hinterher. Der ist auch deutlich einfacher, sag ich mal, zu handeln als der zweite Teil. Deswegen werde ich da, glaube ich, nicht so Bammel haben, ob ich die Mission schaffe oder nicht. So, wir legen los mit der Einzelspielkampagne. Wir hatten hier schon einen Account angelegt, weil ich zwischendurch mal wieder gezockt habe. Den löschen wir uns mal eben. Legen mal eben neue Kopfgeburt an. Zack. So, wir starten mit der Kampagne. Ich bin gerade am überlegen, will ich den Prolog machen? Der dient eigentlich mit dem... Ach komm, wisst ihr was? Wir machen den Prolog. Der dient zwar hauptsächlich dem Tutorial, um zu erklären, wie man die Einheiten kontrolliert oder so, aber weil auch ein bisschen Story mit dabei ist für die, die das Spiel nicht kennen, mache ich das jetzt einfach mal mit. Die Zeit ist abgelaufen, Sohn von Durotan. Kriegsgeschrei schallt empor im Wind. Das Erbe von einst entstellt unser Land. Und wieder droht in Gefahr durch Krieg. Helden aber trotzen dem Schicksal und ziehen in den Kampf. Armeen der Sterblichen laufen blind in den Tod. Der brennende Schatten kommt, uns zu verzehren. Sammelt die Horde und führt euer Volk dem Schicksal entgegen. Ziehet zu mir. So, Kapitel 1, Visionen. Irgendwo in den Arati-Hochländern erwacht Thrall, der junge Kriegshäuptling, der Orkhorde aus seinem beunruhigenden Traum. Hat er schlecht Bubu gemacht? Was war denn das für ein Albtraum? Das war kein Albtraum, junger Kriegshäuptling, sondern eine Vision. Folgt mir, damit ich euch zeigen kann, was die Zukunft bringt. Ich weiß nicht, was das alles zu bedeuten hat, aber ich werde mitspielen. So. Jetzt kommt leider ein bisschen Gebrabbel wegen Tutorial und so, nicht wundern. Ja. Wir schicken ihn erstmal hier hin. Exzellent, meisterhaft vollbracht. Allerdings ist das Lager der Orks noch recht weit entfernt. Scrollt den Bildschirm nach Norden, damit ihr zunächst... Sehr gut.
Der Weg zur nächsten Flagge führt durch ein schwarzes... Achtet einmal darauf, wie das schwarze Gebiet schrumpft, wenn Sral es durchquert. So seht ihr, welche Gebiete ihr erforscht habt. Nicht wundern, ich werde das einigermaßen schnell durchmachen, weil es geht mir jetzt nur um den Story-Aspekt hier. Ja. Wählt Sral an und befiehlt ihm, zur Flagge in der Mitte des Lagers zu gehen. Jo. Der Tipp interessiert uns nicht. Loktar, meine Krieger. Wir erwarten eure Befehle, Kriegshäuptling. Nun sind eure Truppen angewählt und ihr könnt ihnen befehlen, zur nächsten Flagge zu gehen. Ja. Macht euch bereit. Ich spüre einen Gnoll voraus. Oh nein, ein Wenn Gnoll! Wenn ihr Srals Streitmacht befehlen möchtet, diese üble Kreatur anzugreifen, so wählt ihr all eure Truppen an. Das war nur ein Speer. Doch das Lager der Gnolle ist nicht weit. Schickt eure Truppen mit einem aggressiven Angriffsbefehl in das feindliche Lager. Dazu wählt ihr alle eure Truppen an, klickt auf den Angreifen-Button und linksklickt dann auf den Boden in der Mitte des Gnolllagers. Ja, ja, bla bla, schon klar. Hui! Kettenblitz! Kann man eigentlich die Tipps ausblenden? Ich muss mal kurz schauen. War das hier? Nein. Zurück. Ach, Option. Gameplay. Erweiterte Tooltips, ja. Sollen wir mal die Gesundheitsbalken immer anzeigen? Ich würde sagen, ja, ne? Ja, komm, wir lassen es jetzt erstmal so. Und kloppen uns weiter durch das Gebiet. Ach, da werden Erinnerungen wach. Das habe ich so lange nicht mehr gespielt. Wir haben im nahen Fluss einen Trupp Murloc-Räuber entdeckt. Die Murlocs wären ein ideales Ziel für euren neuen Kettenblitzzauber. Damit Sral seine neue Fähigkeit anwenden kann, klickt ihr erst auf den Kettenblitz-Button. Einige Ungeheuer lassen Schätze fallen. Diese spezielle Schatztruhe enthielt einen nützlichen Mana-Trank. Beachtet bitte, dass der Trank nun eines von Srals Inventarfächern in der unteren Bildschirmmitte einnimmt. Ja, Mana-Tränke können das Mana eines Helden auffüllen. Jene magische Energie, die ihn ermöglicht, Zauber wie zum Beispiel Kettenblitz zu wirken. So, dann sind wir jetzt endlich mal hier. Ja. Ich würde übrigens sagen, ich weiß es gerade gar nicht mehr. Das Wolfsgeheul bedeutet, dass die Nacht hereingebrochen ist. Seid wachsam, meine Krieger. Lasst eure Sinne nicht von der Nacht betören. Was ich sagen wollte, die Prolog-Kampagne müsste ja, glaube ich, mehr als eine Mission haben. Ich würde den Prolog entsprechend in einer Rutsche durchmachen, wenn ihr nichts dagegen habt. Also mein ich, bin mir jetzt aber auch nicht mehr hundertprozentig sicher, das ist echt zu lange her. Ein Oger. Würde die Bestie nicht schlafen, hätten wir jetzt einen erbitterten Kampf vor uns. Für die Ehre. Na, ja, den greife ich aber nicht an, der interessiert uns nicht. Dabu. So, wir sind auch schon bald am Ziel, aber hier hinten ist bestimmt noch irgendwas zu holen. Ein Golem. Seid auf der Hut, meine Brüder, diese Kreaturen schlafen nachts nicht. Gut, dann hauen wir dem halt so einen aufs Maul, das kriegen wir ja doch locker hin. Dabu. Niemand wird überleben. Nächster Golem, der kriegt auch direkt aufs Fressbrett. Jawohl, ein Ring des Schutzes. Für die Ehre. Schönes Ding, schöner Ring. Dabu. Exzellent. Sral hat einen Zauberring gefunden. Ringe sind sehr nützlich, denn sie bringen einen konstanten, passiven Nutzen, solange sie getragen werden. Die wollen meinen Zauberring. So. Und damit ist der letzte weg. Dann können wir auch weiter marschieren. Hier oben zu Captain Prophecy. Wir wissen, ich meine, sollte von euch jemand tatsächlich das Spiel nicht kennen. Ich sag jetzt nicht, wer das ist. Ich will keinen spoilern, falls jemand das nicht kennt. Die es kennen, die wissen natürlich, wer das ist. Dabu, Waldtrolle. Ich kann immer noch nicht glauben, dass sie einst zur Horde gehört haben. Für Doomhammer! Komm, den hauen wir doch auch einfach aufs Maul. Ja. Lognarasch! So. Na, werde ich den hier verlieren? Geh mal besser aus der Reichweite. Ich bin der Kriegshäuptling. Ah, doch, klappt. Und ein Buch der Gesundheit. Schön. Sehr gut. Diese Schatztruhe enthielt ein Zauberbuch, das verwendet werden kann, um Sral einen dauerhaften Nutzen zu geben. So. Dann auch zum Propheten. Und wir schauen mal, was er uns zu sagen hat.
Seid gegrüßt, Sohn von Durotan. Ich wusste, ihr würdet den Weg finden. Euch habe ich in der Vision gesehen. Wer seid ihr? Woher kennt ihr mich? Junger Kriegshäuptling, ich weiß vieles über euch und euer Volk. Aber wer ich bin, das ist im Augenblick nicht wichtig. Wichtig ist nur, dass ihr euer Volk um euch schart und dieser Küste unverzüglich den Rücken kehrt. Fortgehen? Was soll das alles, Mensch? Mensch? Mein Menschsein liegt weit hinter mir. Ich bin jetzt etwas anderes. Ihr müsst wissen, ich habe die Zukunft geschaut und einen großen, brennenden Schatten gesehen, der kommt, um diese Welt zu verzehren. Ihr spürt es auch, oder nicht? Die Dämonen kehren zurück. Ja, und nur wenn ihr euer Volk über das Meer führt, in das ferne Land Kalimdor, werdet ihr gegen sie bestehen können. Aber wie können wir... Zur rechten Zeit werde ich eure Fragen alle beantworten, junger Kriegshäuptling. Nun aber ruft eure Krieger zusammen und verlasst dieses Land. Wir sehen uns wieder. Das alles ist sehr rätselhaft. Doch die Geister raten mir, ihm zu vertrauen. So, ihr Lieben, das war's. Allerdings habe ich mir das nochmal überlegt. Ich glaube, ich werde doch meinen Cut jetzt schon machen. Der Hintergrund ist der, mir ist nämlich eingefallen, welche Mission jetzt kommt. Und die wird, glaube ich, doch ein paar Minuten länger dauern. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder im nächsten Level. Bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski. Ach ja, ganz vergessen. Die Punkte, die kommen ja jetzt erst. Entschuldigung, das habe ich verpeilt. 4205 Einheitenpunkte, 2250 Heldenpunkte, keine Rohstoffpunkte, insgesamt 6455. So, jetzt hört ihr nochmal meinen Cliffhanger am Ende oder meinen Abschied. Tschüssikowski. Kapitel 2, Trennungen, drei Tage später, nah an der Küste von Lordaeron und damit ein wunderschönes Ahoi Ahoi und willkommen zurück zu Warcraft 3 Reign of Chaos. Wir sind immer noch im Prolog und schauen, wie es weitergeht. Drei Tage sind vergangen und dieser Prophet hat sich nicht sehen lassen. Hoffentlich ist es kein Riesenfehler, ihm zu vertrauen. Kriegshäuptling, die Clans versammeln sich wie befohlen, aber es wird einige Zeit dauern, bis sie bei uns sind. Dann müssen wir dieses Lager unverzüglich vorbereiten. Meine Krieger sollen Essen und Unterkunft haben, wenn sie eintreffen. Ja, Kriegshäuptling. Krieger, gibt es Nachrichten von Grom Hellscream? Er und der Warsong-Clan sollten längst hier sein. Nein, Kriegshäuptling. Wir haben schon lange nichts mehr von Hellscream gehört. Verdammt, Grom. Zum Teufel, wo steckt ihr? So, los geht's. Jetzt haben wir auch endlich mal eine was Basis. Getan werden? Der blinkende Button oben am Bildschirm zeigt an, dass euer Questlog aktualisiert wurde. Klickt auf den Quest-Button, wenn ihr mehr über eure Aufgaben erfahren möchtet. Ja, wir wissen auch schon längst, was wir hier machen müssen. Deswegen wurde einem Peon befohlen, Gold abzubauen, dann wandert er automatisch zwischen der Goldmine und eurem nächstgelegenen Haupthaus hin und her. Hier sind einige weitere Peons. Wenn ihr den Goldabbau steigert... So. Übrigens für die Menge Gold, die ihr zurzeit besitzt, wird im oberen rechten Bildschirmabschnitt angezeigt. Wenn Peons mit Gold in euer Haupthaus zurückkehren, wächst der Goldvorrat. Es erfordert Zeit, eine Einheit auszubilden. Wenn euer Haupthaus angewählt ist, könnt ihr in der unteren Mitte des Bildschirms eine Fortschrittsanzeige sehen. Ja, das wichen wir doch alles. Bereit zur Arbeit! So, Um eine größere Bevölkerung zu ermöglichen, müssen zusätzliche Orkbaue errichtet werden. Ein Bau liefert Nahrung, mit der ihr weitere Truppen ausbilden könnt. Wenn ihr einen Bau errichten möchtet, wählt einen eurer Peons an. Ich weiß schon, warum ich überlegt habe, ob ich das Tutorial überhaupt machen soll. Jetzt klickt auf der Kommandokarte auf den Gebäude errichten Button. Ach, Kerl, ich weiß doch. Na komm, wisst ihr was? Ihr werdet feststellen, dass nun weitere Buttons auf der Kommandokarte zur Verfügung stehen. Wollt ihr einen Orkbau anlegen, so klickt auf den Button Orkbau errichten. Ja, das wissen wir. Schiebt jetzt den Mauszeiger an die Stelle, an der das Gebäude stehen soll. Habt ihr eine geeignete Stelle gefunden, so links klickt, um mit dem Bau zu beginnen. So. Was ich eigentlich sagen wollte, man merkt, hier sind deutlich andere Goldverhältnisse als bei Warcraft 2. Da war ja immer eine Art 100 rausgeholt und die Preise waren noch entsprechend hoch.
Hier kostet eine Kaserne auch nicht 800, sondern 260. Also das ganze Goldverhältnis hier ist ein ganz anderes als in Warcraft 2. Das kann ich. So, wir brauchen aber noch den einen oder anderen, der Holz abbaut. Die Geister sind so, du kannst doch schon mal direkt danach eine Kriegswerkstatt errichten, zum Beispiel. Bereit zur Arbeit. Dann können wir auch hier ein bisschen schneller Holz fällen. Und wie immer bei Warcraft, erst einmal Peons, Peons, Peons und bauen, bauen, bauen. Normal halt, ne? Also weiter. Das fand ich auch lustig im Grundspiel bei Warcraft 3. Da gab es auch noch. So viel kann ich ja schon mal spoilern. Da gab es auch noch ganz andere Schadenslasten. Er macht Normalschaden und später gibt es halt Heldenschaden, aber das nur am Rande. Das seht ihr erst, wenn wir das Add-on machen und das wird auch noch ein Weilchen dauern, bis wir das tun. Ich glaube, einen Holzhacken im Peon sollten wir uns noch dazu holen. Und da die Kaserne gleich fertig ist, können wir dann direkt anfangen, Grunzer auszubilden für 235 Gold. Bereit zur Arbeit. Und so, dass dann direkt danach ein. Aber gern. Ein Bau bauen. Produziert nun weiter Grunzer, bis ihr eure Questanforderungen erfüllt habt. Arbeit, ach so, Arbeit. Ich soll Grunzer produzieren, denn das kam mir jetzt unerwartet. Aber danke für die Hilfe, lieber Erzähler. Kann man den eigentlich ausstellen? Ich muss ja eben kurz gucken. Untertitel mache ich mal an. Nee, kann man leider nicht ausstellen. Gut, das ist ja halt das Tutorial, ne? Also die Prolog-Kampagne dient Tutorial-Zwecken. Mein Leben für die Horde. Die Geister sind ruhelos. Sollten wir uns dahingehend nicht wundern. Sollen wir mal Fernsicht nutzen? Komm, aus Spaß nutzen wir den einfach mal. Für die Ehre. Toll, ich dachte, da wäre was. Schade. Egal, Karl. So, dann haben wir gleich die Kriegswerkstatt stehen. Für die, die es nicht wissen, darin. Das ist quasi die Kombination aus Sägewerk und Schmiede bei Warcraft 2. Ich hänge da gedanklich noch ein bisschen. Also nicht wundern, ich hänge bei Warcraft 2 noch ein bisschen gedanklich, weil ich das gerade erst fertig gemacht habe. Dann würde ich sagen, machen wir doch mal direkt einen besseren Nahkampf für alle. Ach ja, das ist auch vielleicht ein ganz interessanter Tipp. Die Ausbaustufen, die. Ja, wobei, nee, der ist eigentlich nicht interessant. Der ist langweilig, der Tipp. Das ist nämlich auch in Warcraft 2 so gewesen, dass alle Einheiten den Buff kriegen und nicht die ich erst baue, nachdem ich das Upgrade mache. Mein Leben für die Horde. Ja, es kommt doch, mein Lieber. Ja, ich hätte vielleicht erst den Bauernhof bauen sollen, weil ich vergessen habe, dass ein Grunzer ja 3 Versorgungspunkte kostet. Also 3 Mampf verbraucht. Und ihr wisst ja, die alte Weisheit gilt wie immer, ohne Mampf kein Kampf. So, zack. Arbeit abgeschlossen. Geht doch. Muss was getan werden? Und wisst ihr was? Bauen wir einfach mal noch einen Alles Bau. Alles klar. Zack. Aber gern. Abgeschlossen. Kann man das noch weiter verbessern? Nein, nur eine Stufe. Jetzt machen die nicht mehr 18 bis 23, sondern 19 bis 25 Schaden. Das ist doch mal fein. Und da haben wir auch gleich schon unseren 5. Grunzer. Das heißt, wir können schon mal losmarschieren. Das wird schön. Das wird gut. Mein Leben für die Horde. So, ein letzter Grunzer noch. Chap, chap, zerab. Ja. Das kann ich. Dumm, die dumm. Mal wieder das Wartespiel spielen. Hier kann man auch so schön ran. So, ah, die sehen so schön klotzig aus. Ah, herrlich. Da werde ich glatt ein bisschen nostalgisch. Wunderschön. Arbeit abgeschlossen. So, der Stützpunkt steht, ihr Lieben. Dabu. Ihr Orks verstoßt gegen das Allianz-Internierungsgesetz. Wir haben bereits einen eurer Anführer gefangen genommen. Wenn ihr jetzt kapituliert, lassen wir euch am Leben. Kriegshäuptling, Sie sagen, Sie haben einen unserer Anführer gefangen. Vielleicht meinen Sie Grom. Ich hoffe nicht. Aber wenn Sie Hellscream gefangen haben, sorge ich dafür, dass es Ihnen leid tut.
Loktaroga! Kommt, meine Krieger! Wir müssen die Menschen zurückschlagen! So, Zeit, ein paar Menschlein zu verprügeln. Die Geister sind. Einmal schnell nach vorne marschieren. Warum haben wir jetzt hier zwei nichts zu tun? Und warum bist du nicht weiter in der Goldmine? Was ihr wolle. Komisch. Naja, egal. So, wir setzen hier mal die Fahne auf unseren guten Skrull. Damit direkt alle Einheiten zu ihm laufen. Eure Zeit ist gekommen. So, alle down. Die elenden Menschen wurden vernichtet. Bewegt Schrall und eure restliche Streitmacht über die Brücke und sucht Grom. Ja, mach ich, lieber Herr Erzähler. Ich muss da kurz was testen. Gegen die Kettenblitze. Ach nee, Gebäude gehen natürlich nicht. Okay, gut. Eines eurer Gebäude wurde im Verlauf des Kampfes beschädigt. Um den Schaden zu reparieren, wählt einen Peon an, klickt auf den Reparieren-Button und klickt dann auf das gewünschte Gebäude. Ja, das weiß ich doch, Mensch. Wir brauchen mehr Gold. So, was und ihr du, mein wolle. Lieber, solltest noch mal einen Bau bauen. Das kann so weiter. Dabu. Damit wir auch genug Mampf haben für unsere Trüppchen. Dabu. Können wir noch ein bisschen Rambazamba unterwegs machen, sodass wir Items für kriegen? Die ich glaube Ehre. Nicht, ne? Ich wüsste jetzt zumindest gerade nicht, wo. Ja. Könnten ein paar Schafe mampfen. Aber das wäre frech. Dabu. Ja. Machen wir lieber ein paar Türme Ehre. Kaputt. Das ist doch mal schön. So, dann machen wir direkt da Platz. Hier in diesem Spiel geht übrigens auch das, was bei Warcraft 2 nicht ging, nämlich mit diesem Angriffsbefehl, den man irgendwo hinsetzt und dann greifen die quasi alles in dem Gebiet an. So, und jetzt haut man mit dir dieses Tor kaputt. Sollte ja recht schnell gehen. Ja, so seid ihr doch ein paar kräftige Burschen. Arbeit abgeschlossen. Ja. Mein Leben für die Horde. Ich bin der Kriegshäuptling. Dabu. Ja. Weiter Dabu. Geht's in die Stadt hinein. Und hauen ein paar Menschlein aufs Maul. Ach komm, was soll der Geiz? Hui! Ein weiterer Ork. Eure Armee hat eine Größe erreicht, die es erforderlich macht, dass ihr einen Teil eures Einkommens abzweigt, um sie zu erhalten. Meister, diese Erhaltungskosten nennt man Kosten. Ein wunderschönes Beispiel für tolle Übersetzung. Diese Erhaltungskosten nennt man Kosten. Ja. Wahrscheinlich im Englischen this cost are called upkeep. Für die Ehre. Aber gut. So, haben wir mal diesen kleinen, aber feinen Soldaten aufs Maul. Oh, ein Schamane. Wenn ihr mehrere Zauberer gleichzeitig steuert, ist es häufig erforderlich, rasch zwischen ihnen zu wechseln, damit sie ihre individuellen Zauber wirken können. Mit Hilfe der Untergruppensteuerung könnt ihr das, ohne sie einzeln anwählen zu müssen. Ihr das werdet feststellen, dass die gerade angewählten Einheiten durch kleine Porträts in der unteren Bildschirmmitte dargestellt werden. So. Eines dieser Einheitenporträts ist durch ein gelbes Leuchten hervorgehoben. Das bedeutet, dass dies die zurzeit aktivierte Untergruppe ist. Ihr könnt zwischen den Untergruppen wechseln, indem ihr die Tab-Taste drückt oder auf eines der Porträts, die nicht hervorgehoben sind, links klickt. Das aktiviert diese Untergruppe und zeigt ihre Zauber auf der Kommandokarte an. Ich muss gestehen, dass mit dem Tab, das hatte ich tatsächlich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Lokregano guidet mich. Oh, ein paar Ritter, die hauen leider ein bisschen mehr aufs Maul, deswegen. Die haben auch schwere Rüstung. Wir haben herausgefunden, wo sie Grom festhalten. Aber das Gebiet wird von befestigten Wachturm geschützt. Dann zerstört sie! Hellscream muss befreit werden! So, der nächste wird platt. Dann machen wir das Törchen hier platt. Ach, wisst ihr was? Wir können die Gruppen doch auch einfach so machen. Das ist jetzt Gruppe 1 und die hier sind Gruppe 2. Haben wir die Fernkämpfer in einer Gruppe und die Nahkämpfer. Warum haust du ausgerechnet auf ihn hier?
Die Geister sind ruhelos. Nächster Turm. Nächster Turm. Nächster Turm. Turm von immer ein Turm. Turm. So, zwei Leben, das ist nicht gut. Meister. Zeit zu töten. Ich bin der Kriegshäuptling. So, du darfst mitkloppen, die anderen aber nicht. Also weiter. Weil ich möchte keine Einheit verlieren hier. Das Gute ist, alle Einheiten regenerieren hier wieder ein bisschen Leben. Aber jetzt haben wir erstmal unser Ziel geschafft und Grom gerettet. Whee! Grom, geht es euch gut? Bestens, kleiner Bruder. Zum Glück haben sie nur meinen Stolz verletzt. Gut, wir müssen nämlich weg von hier. Wir verlassen das Menschenland für immer. Endlich. Folgt mir. Ich habe da eine Idee. Wir können mit den Schiffen der Menschen in See stechen. Perfekt. Aber wir müssen auf den Rest der Horde warten. Die Horde ist versammelt, Kriegshäuptling. Wir warten nur noch auf euren Befehl. Geht jetzt, junger Sral. Segelt nach Westen ins Land Kalimdor. Dort werdet ihr euer Schicksal finden. Und dort wird die Rettung eures Volkes gewiss sein. So, ihr Lieben, ich glaube, das war's schon mit der Kampagne. Und da beide Folgen ja jetzt nicht so lange waren, werde ich die eben schnell hintereinander wegschnibbeln. Deswegen sorry, dass ihr eine Abmoderation schon mitbekommen habt. Aber deswegen jetzt nochmal danke fürs Zuschauen an der Stelle. Und wir sehen uns wieder in der Menschenkampagne. Also bis dann, ihr Lieben. Tschüssikowski.